Wir hatten zuletzt den 4-Quadrant-Steller uns angeschaut, wie wir den ableiten können aus den grundsätzlichen DC-DC-Wandler-Schaltungen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie funktioniert diese Schaltung, das heißt, welche Schaltzustände gibt es, welche Spannungen kann ich am Ausgang erzeugen. Dazu möchte ich ein idealisiertes Modell benutzen. Das heißt, ich habe hier links dargestellt nochmal den 4-Quadrant-Steller, den wir so kennengelernt hatten, und wir werden jetzt, um diesen zu analysieren bzw. um uns anzuschauen, wie der arbeitet, etwas vereinfachen. Das heißt, idealisiert werden wir ihn ersetzen durch eine Schaltung mit 4 gesteuerten Schaltern oder mit 4 Schaltern allgemein. Das heißt, wir haben hier in der Mitte unseren Motor, ersetzen hier T1, T2 mit den antiparallelen Dioden jeweils durch 2 Schalter S1 und S2 und genauso auf der anderen Seite die beiden IGBTs mit ihren antiparallelen Dioden auch jeweils durch einen Schalter. Das heißt, tatsächlich haben wir dann hier rechts dargestellt so eine idealisierte Schaltung für diesen 4-Quadranten-Steller. Wir definieren jetzt Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung in einer Richtung als positiv hier, so wie hier dargestellt, und wollen jetzt auf dieser Basis uns anschauen, wie funktioniert die Schaltung. Tatsächlich müssen wir allerdings im Kopf behalten, dass diese Schalter hier ja jetzt jeweils die Kombination sind, üblicherweise von einem aktiv gesteuerten Schalter und einer Freilaufdiode. Das heißt, hier hinter so einem Schalter, da verbirgt sich entweder hier so eine Kombination aus IGBT plus Freilaufdiode, oder es könnte sein ein MOSFET. Da bräuchte man dann zumindest für niedrige Schaltfrequenzen keine Freilaufdiode. Ich male die mal gestrichelt ein, manchmal ist die trotzdem vorhanden. Oder es könnte sein, insbesondere für kleine Leistungen gibt es noch Bausteine, wo so ein 4-Quadranten-Steller mit normalen NPN-Transistoren ausgeführt ist, manchmal mit und manchmal ohne Freilaufdioden. Das heißt, Basis dieser rechten Schaltung wollen wir die Funktionsweise des 4-Quadranten-Stellers verstehen. Tatsächlich hätten wir hier jetzt eigentlich 4 Steuersignale. Wir müssen nur eins beachten, wenn wir jetzt hier oben das betrachtet haben. Achtung, die Schaltzustände hängen jetzt nicht nur von den Steuersignalen ab, aber auch, das heißt deswegen und, von der Stromflussrichtung. Und vor allem bei induktiver Last, weil wir dann wissen, eine Induktivität wirkt wie eine Stromquelle. Das heißt, selbst wenn wir hier diese Transistoren ausschalten, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe hier ein Steuersignal UST3, ich habe hier ein Steuersignal UST4, ich habe hier ein Steuersignal UST2 und hier sozusagen ein Steuersignal UST1. Selbst wenn diese Steuersignale alle so sind, dass die Schalter eigentlich ausgeschaltet sein müssten, werden wir bei der induktiven Last den Fall haben, dass dann der Stromfluss weiter über eine dieser tatsächlich vorhandenen Freilaufdioden fließt. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie das funktioniert. Tatsächlich gibt es hier nur 4 gültige Schaltzustände. Mal kurz erklären, warum das so ist. Und zwar, wenn wir uns diese idealisierte Schaltung angucken, dann sind alle Schaltzustände zulässig, bei denen wir nicht die Eingangsspannung kurzschließen und bei denen ein Laststrom fließen kann. Das heißt tatsächlich, wenn hier der Strom in den Motor reinfließt, von dem einen Brückenpfad und hier rausfließt, das heißt in diese andere Halbbrücke, dann muss sozusagen hier in der einen Halbbrücke ein Schalter geschlossen sein und in der anderen Halbbrücke. Es dürfen aber nie mehr als 2 Schalter geschlossen sein, weil sonst 2 übereinander liegende Schalter eingeschaltet sind und wir damit die Eingangsspannungsquelle kurzschließen. Das heißt, von den gesamten Schaltzuständen, die eigentlich möglich wären, wenn wir hier 4 Schalter hätten, das heißt eigentlich 16 Stück, bleiben bloß 4 zulässige übrig. Und wenn wir uns diese Schaltung angucken, können wir jetzt 2 Möglichkeiten feststellen. Entweder sind diagonal gegenüberliegende Schalter eingeschaltet oder sozusagen nebeneinander liegende Schalter. Das heißt, entweder können S1, S4 eingeschaltet sein, S1 und S3, S2 und S3 oder S4 und S2. In allen anderen Fällen kann der Strom hier nicht kontinuierlich weiterfließen in der Last oder aber wir würden den Brückenkurzschluss machen. Das heißt, tatsächlich fangen wir an mit dem ersten Schaltzustand. Ich sage, der erste Zustand ist S1 ein und S4 ein. Das heißt tatsächlich, der obere linke Schalter ist eingeschaltet und der rechte untere Schalter ist eingeschaltet. Die beiden anderen Schalter sind aus. Wir können es mal hier so gestrichelt machen. Und jetzt können wir uns angucken, was passiert in dieser Schaltung. Schauen wir uns die Spannung an der Last an und den Strom. Tatsächlich die Spannung an der Last, die Ausgangsspannung UA, wird jetzt hier gleich der Eingangsspannung sein. Ich kann mir das so vorstellen, dass wir sozusagen den Plusanschluss und den Minusanschluss dieser Eingangsspannungsquelle haben und den Plusanschluss über diese linke Halbbrücke
an den linken Anschluss der Last gelegt haben und den Minusanschluss über den rechten Anschluss. Deswegen ist die Ausgangsspannung gleich der positiven Eingangsspannung, wenn S1 und S4 eingeschaltet sind, wohingegen hier S3 und S2 ausgeschaltet sind. Wie der Strom fließt, kann ich jetzt automatisch nicht sagen, weil das hängt davon ab, in welcher Richtung der Strom vorher geflossen ist. Der Strom kann hier in beide Richtungen fließen, weil wir Strom bidirektionale Schalter haben. Das heißt zum Beispiel, wenn wir diesen IGBT mit der Freilaufdiode haben, kann der Strom entweder über D1 fließen oder über T1, halt in unterschiedliche Richtungen. Das ist also der erste Schaltzustand. Wir können die Ausgangsspannung UA gleich plus UE anlegen. Zweiter Zustand, könnten wir jetzt sagen, ist der Fall, wenn der Schalter S2 eingeschaltet ist und wenn S3 eingeschaltet ist. Das sind jetzt die beiden anderen diagonal gegenüberliegenden Schalter. Das heißt, wenn hier das Steuersignal 2 und das Steuersignal 3 auf High ist, malen wir auch das kurz auf. Dann haben wir jetzt den rechten oberen Schalter eingeschaltet und den linken unteren Schalter. Das heißt, hier oben S3, hier unten S2. Und wir haben dann an unserer Last jetzt eine Spannung anliegen UA gleich minus UE. Warum? Weil ich jetzt tatsächlich sozusagen verpolt habe. Ich habe den Pluspol meiner Eingangsspannungsquelle jetzt an den rechten Anschluss gelegt und den Minuspol an den linken Anschluss. Deswegen liegt die Spannung UE von rechts nach links jetzt, im Gegensatz zum vorherigen Schaltzustand, an dem Motor an, der jetzt die Last symbolisiert. Also ist die Ausgangsspannung, wenn ich diesen Spannungsbezugsfall so wie vorher wähle, minus UE in diesem Fall. Die beiden anderen Schalter sind geöffnet, dort fließt kein Strom. Und dann haben wir sozusagen den zweiten Zustand, wo wir jetzt die Spannung minus UE an die Last schalten. Und dann gibt es noch zwei sogenannte Freilaufphasen. Als dritten Schaltzustand sagen, wir haben S1 ein und S3 ein. Dann sind die beiden oberen Schalter eingeschaltet, beiden unteren sind aus. Das bedeutet jetzt, dass wir von unserer Eingangsspannung jeweils sozusagen den Pluspol sowohl den linken als auch den rechten Anschluss legen und wir dann hier eine Spannung an der Last kriegen, eine Ausgangsspannung dieses 4-Quadranten-Stellers, die gleich 0 ist, weil auf beiden Seiten dasselbe Potenzial anliegt. Der Strom kann hier im Kreis freilaufen, deswegen ist es Freilaufintervall und im letzten Zustand genauso, nur dass wir jetzt dort den Minusanschluss durchschalten, in dem nämlich S2 ein ist und S4 gleichzeitig. Das heißt, dort sind die beiden unteren Schalter eingeschaltet. Wir haben jeweils den Minuspol der Spannungsquelle an den Motor angeschlossen. Die beiden oberen Schalter sind hier ausgeschaltet. Und die Ausgangsspannung ist entsprechend auch wieder gleich 0, aber der Strom kann weiterhin kontinuierlich weiterfließen. Und damit ist dieser Schaltzustand zulässig. Das sind also die vier Schaltzustände, die wir haben beim 4-Quadranten-Steller. Wir können die jetzt nochmal zusammenfassen, vielleicht so in der Tabelle. Machen wir das mal kurz, Tabelle für die Schaltzustände. Dann haben wir, wie gesagt, vier Zustände, wie vorgesehen. 1, 2, 3, 4. Und wir sagen jetzt, okay, eine 1 in dieser Tabelle soll jetzt entsprechen einem geschlossenen Schalter, einem eingeschalteten Schalter und eine 0 soll entsprechen einem geöffneten Schalter, einem ausgeschalteten Schalter. Und dann haben wir vorhin gesehen, der erste Schaltzustand ist, wenn wir hier S1 ein haben und S4 ein, diese Kombination, dann ist die Ausgangsspannung gleich der positiven Eingangsspannung. Wir hatten den zweiten Schaltzustand, dort waren S2 und S3 eingeschaltet und S4 aus. Das heißt, die beiden anderen diagonal gegenüberliegenden Schalter waren hier eingeschaltet und wir hatten die Ausgangsspannung minus UE. Und in den beiden anderen Zuständen, das heißt hier jetzt in dem Zustand 3, wo S1 und S3 ein sind, und in dem Zustand, wo S2 und S4 ein sind, haben wir jeweils eine Ausgangsspannung von 0. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, bei diesem 4-Quadranten-Steller, dass wir sozusagen durch gezieltes Hin- und Herschalten beliebige Spannungen erzeugen können. Das heißt, bezogen auf die Mittelwerte, die zwischen minus UE und plus UE liegen. Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche Ansteuerverfahren, aber wir sehen, wir haben diese drei Möglichkeiten und je nachdem, wie wir die kombinieren jetzt periodisch, wird sich irgendein Mittelwert der Ausgangsspannung ergeben und wir können damit beliebige Spannungen in diesem Bereich zwischen minus 1 mal der Eingangsspannung und plus 1 mal der Eingangsspannung erzeugen. Das heißt, dann, wenn ich zum Beispiel eine Versorgungsspannung von 24 Volt, kann ich zwischen minus 24 und plus 24 Volt jegliche Spannung an die Last anschließen. Und das ist jetzt so vielleicht so eine Grundidee der Leistungselektronik. Später, wenn wir auch Wechselrichter betrachten, auch so ähnlich, dass wir sozusagen Kombinationen haben von Schaltern, mit denen wir gewisse
Spannungen anlegen können an eine Last und das Ziel ist, durch gezielte Modulation jetzt das gewünschte Verhalten zu kriegen. Bei dem Vierquadrantensteller im Sinne eines Gleichstromstellers werden wir natürlich versuchen, dass wir im Mittel eine Gleichspannung kriegen. Bei Wechselrichtern zum Beispiel werden wir periodisch die Größen so verändern, dass wir dann im Mittel eine Wechselspannung